Herzlich willkommen im Stempelpalast. Letztes Wochenende war ich, wie ihr vermutlich alle schon wisst, auf der Wewelsburg bei Paderborn zum Stempeln auf der Burg mit ein paar ganz lieben Mädels. Und ich habe euch noch versprochen, ich zeige euch noch die Swaps. Ich habe jetzt die Kiste schon mal durchgewühlt. Es gibt tatsächlich 3 Swaps, die ich nicht zuordnen kann und 2, bei denen ich nur vermuten kann, von wem sie sind. Aber wir gucken mal. Ich zeige sie euch auf jeden Fall alle. Wie immer fange ich an mit meinem Swap. Ich habe eine Diamantbox gebastelt. Habe dazu sommerbeerefarbenen Cardstock bestempelt mit sommerbeerefarbenen Stempelpünktchen und das Blütenmuster benutzt. Und da drin findet sich ein kleines Gläschen und in diesem Gläschen gibt es Notfallglitzer. Manchmal ist die Welt einfach doof und mit ein bisschen Glitzer ist es immer ein bisschen einfacher. Ja, dazu gibt es natürlich, wie ihr das kennt, meinen kleinen Zettel mit meinen Kontaktdaten. Ich hatte meinen Swap ja auch schon vorgestellt, steht hier auch nochmal drin. Wenn jemand nachlesen möchte, wie das, aus was für Material das ist, die Materialliste hatte ich schon am 2. März veröffentlicht auf dem Blog. Das war mein Swap. Und ich zeige euch jetzt die anderen Swaps. Beginnend mit einer Tasche, die ich bekommen habe, wenn ich mich nicht täusche, von Alex und Gwen. Das waren Mutter und Tochter, die auch mit auf der Burg waren, die ich dort kennenlernen durfte. Ich finde, die haben eine ganz tolle Idee gehabt, einfach so eine Papiertasche zu bestempeln und mit unseren Kätzchen zu bekleben. Und fand die Tasche alleine schon gut, aber was da drin ist, fand ich, also da war ich dann tatsächlich sprachlos. Denn hier drin findet sich ein Stück Baum, ein bisschen bearbeitet und von der anderen Seite beklebt mit so einem, ja, eine Nacht, eine Halloween-Nacht vielleicht. Total schön, sehr, sehr schick, mich sehr gefreut, diesen Swap zu erhalten. Stecken wir gleich da wieder rein, damit es auch nicht wegkommt. Dann habe ich einen Swap bekommen. Ich habe mich ja dort getroffen mit meinem Team des Herzens und habe einen Swap bekommen, den ich selber noch zusammenkleben durfte. wie es manchmal so ist, ich habe ja auch die Swaps erst auf den letzten Drücker geschafft, da ich im Moment so viel zu tun hatte. Und ja, dann hatte ich also mit der Maria Diabolicious habe ich dann gemeinsam abends noch Prinzessinnen geklebt. So hatten wir ein bisschen Zeit für uns und das war ganz schön. Und ja, schwupp. Und natürlich die dicke Kalorienbombe hier drin. Passt sogar eine große Schokolade rein. Sehr gut. Ich selber habe dieses Stempelset nicht, aber es passt natürlich wie Faust aufs Auge auf die Burg. Und ja, sage ich ganz herzlich Dankeschön. Auch nochmal Augenmerk, dass die Kinder von der lieben Maria ihr da geholfen haben und auch ausmalen durften. Finde ich total toll. Ja, vielen Dank dafür. Dann haben wir, schwupp, das nächste Team des Herzens geschenkt. Das kommt nämlich von Anja. Anja hat, also Swap, Anja hat ein Kästchen gemacht mit der Wellenstanze. Das kann man einfach aufmachen. Dann drin gibt es Hüftgold. Also auch total eigentlich simpel und schnell, aber ich finde es total schön und edel.
was man damit so machen kann. Ich fummel das jetzt hier gerade wieder zusammen. Das kommt von der lieben Anja. Ich habe übrigens unten in der Infobox die Mädels alle mal verlinkt mit ihrem Blog. Da könnt ihr auch mal stöbern gehen. Und liebe Mädels von der Burg, wenn ihr das hier sehen solltet und ich habe euch nicht erwähnt, liegt es daran, dass ihr bei eurem Swap nicht geschrieben habt, von wem es ist. Und naja, wie es denn so ist, wenn man Leute kennenlernt und gleich swappt und ja, da ist das so ein bisschen vor Aufregung ins Hintertreffen geraten. Von daher wäre es schön, wenn ihr euch eben bei mir meldet, dann füge ich euch natürlich auch unten mit in die Liste, wenn ihr einen Blog habt oder zumindest nochmal den Namen dazu, von wem das Ganze ist. Ja, dann haben wir nochmal einen Swap, da steht tatsächlich auch noch ein Name drauf. Das ist nämlich von der lieben Petra. Ich packe das mal eben aus. Dann knistert das nicht so. Also wir haben hier einmal ein bisschen Ostergras in Weiß, vielleicht kann man das so nennen. Und eine kleine Henkeltasche. Ist auch sehr niedlich. Diese Henkeltasche hat auch so einen Klettverschluss. Und da drin gibt es dann auch Hüftgold. Das haben wir gleich schön drin, ne? Henkeltasche wieder zu. Ist auch sehr lieb. Vielen Dank, liebe Petra, fürs Swappen. Auch an dich. Schnell hier wieder rein. Knister, knister, hast du gar nicht gehört, ne? So, dann habe ich einen Swap bekommen von einer der beiden Organisatorinnen, nämlich von der Shelly. Das packen wir auch mal aus. Die liebe Shelly hat eine Karte gebastelt mit dem Stamparatus. Das ist ein neues Gerät, was es bei Stamping Up gibt. Ich stelle euch das vor, sobald ich das bekommen habe. Auf jeden Fall kann man dort sehr gut so Swaps basteln, weil das relativ zügig geht. Ich habe letztes Jahr schon mal ein GIF, glaube ich, geteilt. Da konntet ihr das mal sehen, wie der so funktioniert. Aber bleibt einfach dran. Ich erzähle euch über den Stamparatus, sobald er hier ist. Ja, Karte von Michelle, auch für dich. Vielen Dank. Für Swappen. Dann haben wir noch den Swap von der anderen Organisatorin, von der lieben Simone, von der die das kleine bastelt, heißt es, glaube ich. Steht leider auch nicht drauf. Das ist auch etwas, was ich mir merken musste, liebe Simone. Simone hat einen Tag, bevor es losging, auf der Burg einen Servicebeitrag bei Facebook geteilt, nämlich dass Vollmond ist. Und ihr Swap ist jetzt im Endeffekt eine Vollmondnacht. Und hier hat sie in dieser Vollmondnacht, deswegen liegt das Teil einfach noch da drin. Normalerweise wäre das ja durch unsere Handstanze richtig ausgestanzt. Sie hat es aber einfach hier liegen lassen. Es ist eine Taschentuchbox, wo du einfach die Taschentücher rausnehmen kannst. Aber damit es einfach hübsch ist und die Mondnacht, Vollmondnacht darstellt, hat sie das Stückchen gleich hier liegen lassen. Ja, vielen Dank, liebe Simone, dafür. Dann haben wir noch einen Swap mit Namen. Der kommt von der Iris. Iris ist von ganzem Herzen. Und da gibt es von der lieben Iris ein bisschen Washi-Tape, was ich total niedlich finde. Und Hüftgold. So, und bei Iris muss ich immer ein bisschen noch linsen. Iris hat nämlich Perlen und Papierhimmel, heißt es dort. Verlinke ich euch auch nochmal mit in der Infobox. Könnt ihr auch die Iris mal besuchen gehen. Jetzt passt das da schon gar nicht mehr rein. Unfassbar. Also, Swap von der lieben Iris. Vielen lieben Dank dafür, liebe Iris. Total schön. Dankeschön. So, dann haben wir noch einen Swap, wo ich vermute, dass dieser Swap kommt von ihr. Genau, jetzt ist der Name weg. Schade eigentlich. Vorhin habe ich noch gerade gedacht, jo, ich habe sie auch vor Augen.
Nee, ist gerade weg. Aber ist trotzdem total niedlich. Einhornfurz. Darf man das so sagen? Also steht hier, ich habe es nur abgelesen, ja. Auch total süß. Total lieb gemacht. Ich sage ganz, ganz lieb Dankeschön und vielleicht an dich auch fürs nächste Mal den Tipp. Schreib deinen Namen dazu. Also schreib mich an, ich verlinke dich auch gern noch in der Infobox. Und nun habe ich noch drei Swaps, bei denen ich definitiv nicht weiß, wo sie herkommen. Aber natürlich zeige ich sie euch trotzdem. Ich habe einmal eine kleine Box. Da gibt es hier ein Stück Band. Da kann man dran ziehen. Das finde ich auch total niedlich. Da kommt nämlich dann an beiden Seiten ein Stück raus. Einmal mit einem Hasi zum Naschen und mit unserem Hahn. Kann man dann auch eigentlich wieder zusammenschieben. Ich versuche es mal bei Hasi. Genau. Kann man wieder so schön zusammenschieben. Total niedlich gemacht. Vielen Dank für den Swap, liebe Unbekannte. Ja, es ist schade. Dann haben wir hier noch, kennt ihr, ne? Der neue Jahreskatalog muss ja dringend noch mit Post-its beklebt werden. Haftnotizen. Post-its wäre ja jetzt wieder Werbung, oder? Also ich werde nicht von Post-its bezahlt. Haftnotizen. Auch niedlich verpackt. Mit Glitzerpapier, da stehe ich ja sowieso immer drauf. Total süß. Auch an dich, vielen lieben Dank. Und dann haben wir doch den letzten Swap. Wir waren ja nicht so viele auf der Burg. Das war ja eigentlich das Schöne daran. Da musste ich auch so ein bisschen schon dran rumfummeln, weil das war nämlich tatsächlich richtig verschlossen. Hier haben wir noch so eins, eine kleine niedliche Verpackung. Die habe ich jetzt leider mal so ein bisschen gequält, dass sie aufgeht. Und da drin gibt es auch ein bisschen Hüftgold. Habe ich aber wieder zugeklebt, fällt gar nicht auf, dass ich da dran war. Ja, das Ganze im Organza-Beutel auch total niedlich. Auch an dich vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich verlinke unten in der Infobox die Mädels, soweit ich sie kenne, mit ihrem Blog oder wenigstens dem Namen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen gefunden, vielleicht für die nächste Swap-Runde für euch oder überhaupt als kleines Gastgeschenk oder. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss! Thank you.